Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play-Kanal. Ich bin der Broken10 und wie ihr sehen könnt, ich habe ein weiteres Gast-Replay dabei von The Black Panther -19 aus dem Clan Taco. Ich möchte mich schon vorher für Räuspern oder kleineres Husten entschuldigen. Ich habe mich ein bisschen angesteckt, ich bin ein bisschen erkältet, so Halsschmerzen und so ein Kram. Ja, das müsst ihr einfach, müsst ihr einfach ein bisschen ertragen. Tut mir leid, aber gestern war es ein bisschen schlimmer, deswegen kam gestern auch kein Video. Heute sehen wir von The Black Panther den M6. Dieses Replay war zwischendurch mal verschollen. Ich habe das leider irgendwie verbaselt. Das ist mir schon einmal mit dem Prolike Leon passiert, mit dem WZ 101-4, glaube ich. 111-1-4 oder so, wie der heißt. Der kommt dann das nächste Let's Play. Also nächstes Video kommt dann das von dem Prolike Leon, das auch verschollen war. Ich habe zwei Replays irgendwie, weiß auch nicht, wo sie hin, warum die weg sind oder so. Sind zwar angekommen, aber habe sie nie aufgenommen. Und ja, der M6 ist ein amerikanischer Stufe 6 Panzer mit 870 Life. Wir gucken mal ganz kurz, 160 Durchschlag, 240 in einem Stufe 8 Gefecht. Ja, das ist ja nicht so super. Aber einfach mal schauen. Nochmal kleine Anmerkung, The Black Panther ist, glaube ich, ein etwas neuerer Spieler in World of Tanks. Das bedeutet, er hat noch nicht die 7000 Gefechtmarke erreicht, nur mal so. Oder 5000 Gefechtmarke, glaube ich. Ich glaube, er liegt gerade bei 1200 Gefechten oder so. Und ich finde es sehr, sehr, sehr gut. Ja. Okay, die Kanone hört sich schon ziemlich komisch an. Typische Nagelpistole. Oh, 240 Durchschnittsschaden. Okay, wusste ich nicht. 240 Durchschnittsschaden. Der M6 ist ja dafür bekannt, dass er gerne vom KV-2 oder vom OI gerne seitlich one-hitted wird. Aber frontal ist er eigentlich relativ gut gepanzert. Also er ist nicht schlecht gepanzert. Ist aber nicht gut gepanzert. Ja, er sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Da hinten ist ein CDC. Ich möchte mich einfach mal wieder bedanken, so in der letzten Zeit, für euer Feedback. So, was ich für das kleine Sheridan-Special und sowas. Fandet ihr ja ganz toll. Einer hat auch gesagt, er möchte den Deutschen sehen. Punkt ist, ich fahre den gerade wie so. Ich habe, glaube ich, jetzt den schon wieder öfters gefahren. Das Problem ist nur einfach, ich kriege momentan einfach keine guten Runden hin mit dem Ding. Und ich möchte euch gute Runden zeigen. Ja, und Sheridan. Obwohl der Deutsche auch richtig geil. Also der Deutsche, das macht übertrieben Spaß. Sehr schön. Schade, schade, schade. Oh, jetzt habe ich halt aus Versehen auf Pause gedrückt. KV-85. Ja, das passt. Aber eigentlich mit 160 Durchschlag hat er hier nicht so viele Probleme. Er hat aber auch 7 APCR mit. Okay. Ja, hat er gut gemacht. Zweiter Kill. Müsst euch mal überlegen, im 8er Gefecht. KV-85. T-34-85. Na, schade. Er switcht hier ganz schnell immer. Nicht, dass er euch schwindig wird. Ich gehe mal in meinen eigenen Modus. Dass ich selber gucken kann. Er sieht ja schon ganz witzig aus. Erinnert mich irgendwie an so einen. Weiß nicht, an so einen Schokoriegel. Keine Ahnung warum. Scorpion G ist ja einfach zu penetrieren. Boah, das geht ja ganz. Einfach. Der Scorpion geht, bleibt ja sogar freiwillig stehen. Ich habe jetzt übrigens den WT hier auf Panzer 4, also dem zur Grille 15, den 9er. Da bin ich jetzt heute an der Gunmark Farm. Gunmark, nicht Gunmark, sondern Top Gun. Will ich haben. Und ja. Und ich habe jetzt übrigens die Medaille bekommen. 10.000 mal erste Klasse. Ich glaube,
tausendmal zweite, hundertmal dritte und zehnmal vierte Klasse, glaube ich. Das ist so eine Medaille, die habe ich bekommen heute. Mit 13.000 Gefechten. Okay. Habe ich zwar nicht erwartet, dass ich diese so schnell kriege, aber ich brauchte noch eine dritte Klasse und das habe ich dann mit dem WT auf Panzer 4 geschafft. Aber die haben glaube ich, relativ viele, die so ab, weiß ich, ab 13.000, 14.000 Gefechte sollte man die schon haben. Na gut, es gibt auch welche, die mit 16.000 das Ding noch nicht haben, aber ist ja auch nicht so schlimm. So. VK01P. Auch eine 6er. Man sieht 1477 Schaden schon gemacht. Sehr schön. 1000 sei schon. 139 gespottet, 1060 abgeprallt. Oh, der T71 hat sich da runtergeschmissen. Na, Prost Mahlzeit. Das war's. Er schießt sogar noch am Ende. Hat was. Warte mal. Nee, ich nehm anders. Alles gut. So, ja, ein sehr schönes Gefecht. Ich gucke jetzt einfach mal die Sets an. So, er hat hier Victory, erste Klasse, Fighter, Fire for Effect. 1477 Schaden verursacht, 16 Schuss abgefeuert, 10 getroffen, 9 durchgeschlagen. Ja, das ist okay. Damage 1477, genau, 139 gespottet. Und Damage Block bei Armor 160. 15.000 End XP rausgekriegt. Ja, sehr schön für einen Stufe 6 Panzer in einem Stufe 8 Gefecht. Wirklich sehr schöne Leistung. Erste Klasse. Der Panzer liegt dir, sagen wir es mal so. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Habt noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.